Wingspan and Pounce, what are those spies up to? I'll discover the clones. Decepticon clones. Look identical, but one transforms into a puma, the other into a hawk. To fight Autobot clones. Die Decepticon clones haben mich, seit ich sie das erste Mal in der vierten Staffel von Transformers G1 The Rebirth, in diesem großen Dreiteiler, der auch den Abschluss mit den Headmasters und Targetmasters eigentlich gebildet hat, erstmals gesehen. Sie tauchten am Anfang auf, klauten den Schlüssel zu Vector Sigma und haben mich als Actionfigur immer gereizt. In Deutschland gab es sie zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe die Folge so 87 geguckt. In Deutschland gab es zwar eine ganze Menge Figuren. Diese, wie ihr seht, ich habe sie inzwischen, waren damals nicht erschienen. Ich habe dann lange warten müssen, bis ich sie überhaupt in meinem Besitz bekommen habe. Aber ich hatte das Glück. Ich war 2010 auf der Konz, in Bergisch Gladbach war das. Ja, und da habe ich dann bei einem Händler dieses wunderbare japanische Giftset oder Geschenkset, man sagt ja Giftset, glaube ich, das Set mit den Decepticon-Clones gesehen. Ich glaube, ich habe 60 Euro dafür bezahlt. Ich habe noch ein Bild davon, das blende ich euch ein. Waren auch andere interessante Figuren da, aber die haben mich gereizt. Die gab es in Deutschland nicht und warum nicht? Ich habe auch nichts gegen diese japanischen Boxen, sind einfach cool. Ne? D steht für Destron, das ist dann Nummer 4. Die Decepticons hießen eben halt Destrons in Japan und die Autobots Cybertrons. Und ja, echt coole Box. Ich finde die richtig cool, weil nicht nur, dass die beide Figuren beinhaltet, man kann sie richtig cool aufklappen. Und im Inneren seht ihr nicht nur schöne Artworks der verwandelten Figuren, sondern die Figuren sind eben halt schön da drin positioniert. Und ja, weiter oben gibt es dann so technische Details. Japanische Sache kann ich jetzt nicht lesen, aber eben halt in ihrer Verwandlungsphase und die Figuren und so leichte Erklärungen. Und ich fand das absolut cool. Ja, also wie gesagt, das Set habe ich mir gekauft und ich bin völlig begeistert gewesen von diesem wunderbaren Set. Und das ist ein Highlight in meiner Sammlung. Ihr könnt sie auch hier sehen. Ne, Wingspan, der Falke, richtig cool. Und Pounce, der Panther. Also sind richtig coole Figuren, auch mit den Waffen, die man auf dem Rücken schneiden kann. Die Flügel eben halt vom Adler. Gut, es sind natürlich rudimentäre Figuren, weil sie sind 1986 produziert worden. Aber die haben trotzdem diese Faszination. Und wenn sie als Roboter sind, ich habe hier noch einen dritten, beziehungsweise der hier ist mein dritter gewesen von Pounce. Ich habe den mal separat gekauft und ich habe die jetzt mal so, damit man das sehen kann, hier nebeneinander gestellt. Also richtig cool, absolut klasse. Und es macht irgendwie, was her. Also ich finde sie richtig faszinierend. Leider haben sie nicht so einen ganz großen Auftritt gehabt. Später sind sie noch ein bisschen in kurzen Comics, amerikanischen Comics vorgekommen und auch in der Headmaster-Animationsserie, sozusagen die Nachfolgerserie von der G1-Serie, die nur in Japan gelaufen ist, haben sie auch ein paar Auftritte. Aber gut, über die Geschichte kann ich ja noch später was sagen. Ansonsten ist, ich glaube vor drei Jahren, ist dieses Set erschienen, dieses Earthrise Set, Cybertronian Villains. Auch sehr, sehr cool, da sind die beiden Decepticon Clones sehr ähnlich, wenn ihr gesehen habt, abgebildet. Also sind beide nebeneinander und es ist einfach nur sehr cool zu sehen, wie die, ich fand sie einfach cool und das hat auch meinen Reiz wieder ausgemacht, Transformers wieder neuerdings zu sammeln. Also damit ist mein Hype, persönlicher Hype, wieder erschienen, weil die mich, wie gesagt, damals fasziniert haben und auch diese moderne Version fasziniert mich richtig gut. Ihr seht, richtig tolles Frontartwork, auch auf der Rückseite sind sie gut positioniert und sie sind ja wesentlich moderner interpretiert. Das heißt, sie haben ihren Charme von früher behalten, aber eben halt die Verwandlung sind, cooler geworden eigentlich, kann man so sagen. Ja, also ist richtig und ein bisschen besser geworden. Einziger Punkt, der mich stört an dem neueren, sind eben, dass es die fehlen die Rubbellogos.
das Coole ist eben halt, bei den Robe-Logos, ich habe jetzt einen da zum Beispiel, das ist die, mit den Autobot-Klons sind die einzigen, die zwei Robe-Logos haben. Einmalseits das markante Decepticon-Logo, aber auch ein Logo, was zeigt, ob sie Wingspan oder Pounce sind. Gut zu sehen eben halt bei den Klons von Earthrise, da sind das jetzt nur Aufdrucke und ihr könnt sehen, dass Wingspan eben halt so ein kleines Adlerlogo hat und Pounce ein Panther-Logo. Somit wisst ihr, wer welche Figur ist. Aber wenn ihr euch das Original anguckt, die Originalfigur, da ist es halt ein Rubbel-Logo. Ihr wisst nicht, wer ist. Und das macht das irgendwie noch faszinierender. Also das hat mich echt begeistert. Und ja, sind richtig gut geworden. So. Also eine absolut coole Figur und ja, ich dachte, jetzt schauen wir uns mal gleich was anderes noch an, denn ich hatte einen Kaufdeal bei Kleinanzeigen, deswegen mache ich überhaupt das ganze Video. Natürlich möchte ich euch auch diese schönen Figuren vorstellen, denn sie sind wirklich einzigartig, aber man hat bei Kleinanzeigen einer das Set nochmal angeboten und ich bin da dran hängen geblieben. Es ist auch ein bisschen herabgesetzt worden irgendwann und ich habe es dann für, ich bin da ehrlich, 100 Euro inklusive Versand gekauft. Die Figuren, also ich zeige es euch hier. Hier ist das Set nochmal. Ich habe es jetzt sozusagen doppelt, zweimal. Das beide sind auf eine Art, haben ihre Kleinigkeiten, Macken. Hier oben ist so eine Ecke leicht angeknickt und auch die Rückkarte hier von der Lasche ist geknickt worden. Das ist aber hier auch der Fall. Ansonsten ist der Karton in sehr gutem Zustand, keine Abrisse sonst und alles top. Und das kann man auch wunderbar aufklappen. Und das Herrliche, die Figuren sind in einem absoluten Top-Zustand. Also das Weiß ist noch richtig schön weiß, die Farben sind noch wie neu, also es ist wie geleckt und dabei sind die von 86. Der Unterschied zu meinen ersten, denn die sind ein bisschen vergilbt, kann man hier ganz gut sehen auf der Rückseite, sind eigentlich, dass meine Originalversion damals die Sticker nicht aufgeklebt hatte auf den Figuren, die normalen Sticker, und dieses neue Set hat eben halt die haben Aufkleber. Aber warum schauen wir uns nicht nochmal die Box genau an? Also wie gesagt, das wunderbare Artwork der Klone vorne drauf. Wenn wir aufklappen, sehen wir die Klons und ihre Verwandlungsversion. Auch richtig cool irgendwie gemacht. So ein bisschen Chibi-Style, muss ich sagen, sind sie drin zu sehen. Dann im aufgeklappten Deckel sozusagen haben wir ja, wie ich schon mal erwähnt hatte, schon so Tech-Specs, kann man fast sagen, auf eine Art. Technische Daten, so ein bisschen wie sie aussehen, so ein bisschen Scherenschnitt, wie kann man es bezeichnen, oder Risszeichnung, ein bisschen risszeichnungstechnisch. Ansonsten, was haben wir noch? Obendrauf sehen wir so die Verwandlungsmodi, ein bisschen wie sie sich verwandeln. An der Seite jeweils die Figur nochmal aufgezeigt und auch unten. Die Rückseite neben dem Bild der Klons haben wir ein wunderbares Artwork von der vierten Staffel, kann man so sagen, mit Fortress Maximus und Scorponok. Dann haben wir die Tech-Specs mit technischen Informationen. Richtig cool gemacht. Also ich kann es natürlich nicht lesen, weil es japanisch ist. Wir haben auch die Robopunkte, zwei Stück an der Zahl, passend für zwei Figuren. Absolut genial. Also ich bin völlig begeistert, dieses Set, wie gesagt, ein zweites Mal zu besitzen. Was kommt noch da, war noch dabei? Also ich es war ja gebraucht, die haben aber wohl nie außerhalb gestanden oder wenn in einer sonnengeschützten Raum, also anders als eben halt jene leider. Aber gut, war halt so, ich bin trotzdem glücklich, sie zu besitzen. Dabei war eine ganze Menge Stuff noch dabei. Das schauen wir uns nochmal genauer an. Im Regulär kommt eben halt die Figuren kommen eben halt mit dem Stickerbogen. Ich habe ihn einmal für euch extra aufgenommen, wie er aussieht, wenn er
noch neu ist. Und ja, dann war er, hier ist er sozusagen leer. Dann ist dabei eine Art, ich denke mal, Garantiekarte oder Sicherheitshinweis. Gelesen kann ich es nicht. Ist auf Japanisch. Es kommt dazu ein Tech-Specs-Decoder, so ein schöner roter Streifen, mit dem ihr, wenn ihr das über die Tech-Specs haltet, die sozusagen die Kurve lesen könnt, welche Werte sozusagen Stärke, Feuerkraft, Geschwindigkeit und so weiter sie haben. Dann, das ist bei den Japanern immer gewesen, das schöne Sammelkarten zu den einzelnen Figuren. Ihr könnt sehen vorne die schönen Artworks von Wingspan und Pounce. Auf der Rückseite wieder so diese Risszeichnungsstyle und einige Fakten. Also die Tech-Specs kann man fast sagen nochmal in Kartenform. Richtig cool, hätten sie auch gerne bei uns einführen können. Teilweise waren die in den japanischen Figuren auch in die Laschen gedruckt, die man sozusagen, wenn man aufgeklappt hat, die Boxen, da waren sie in den Laschen drin. Also macht sich auch gut. Dann haben wir die Anleitung, wie sich das verwandelt. Und ihr seht ja auch ein ganz hübsches Teil. Ja, ihr könnt es sehen hier, die Anleitung. Ich mache sie mal hier für euch jetzt so auf mit den üblichen Erklärungen, wie man sie verwandelt und wie man die Sticker anzukleben hat. Dann nochmal nur echt, das finde ich auch mal lustig, nur echt mit dem Rubbellogo und wie man die Tech-Specs lesen kann. Also richtig, richtig cool. So, und die haben halt ihren Charme, die japanischen Sachen. Dann war dabei noch zwei, beziehungsweise in diesem Fall drei Prospekte. Zum dritten komme ich als letztes. Einerseits haben wir hier ein Prospekt mit über die Headmaster. Das Besondere ist eben halt, das ist auch ein Bestellbogen. Zusammen mit RoboPoints konnte man besondere Figuren bestellen. In diesem Fall sind sie über die Transformer Stars. Wir schauen uns das ganz grob an. Ich werde es vielleicht nochmal in einem Einzelvideo machen, dass ich mir dieses einfach mal so anschaue, auch wenn ich es nicht lesen kann. Oder ich werde versuchen, vielleicht mit einer Übersetzungs-App das dann nochmal die Fakten rauszufinden, so ein bisschen. Aber da wird sozusagen, werden die Headmaster vorgestellt, auch wie man die, dass die Head, also die Köpfe, noch die einzelnen Stärken und so weiter, Intelligenz und Speed anzeigen. Dann, was Transformer Stars bedeutet. Stars hat nichts mit Resident Evil zu tun. Resident Evil ist übrigens erst Jahre später erschienen. Also die haben es von Transformers geklaut. Nehmen wir es mal ganz ernst. Dann scheint es so eine Art Stars Club gegeben zu haben. Man konnte eben halt so ein Spielset kaufen. Das fand ich richtig cool. Oder irgendwie zusammensammeln. Ich weiß es nicht genau. Es steht hier sicherlich. Es gab dann auch ein schönes Poster und dann eine Art Mitgliedsausweis und ja, bestimmt irgendwelche Gift-Sets oder da waren Informationen zu diesen Gift-Sets mit Superior und Menasor. Und auf der Rückseite eine Sache, eigentlich im Endeffekt eine Order-Form, man kann was kaufen, denn gewisse Figuren waren in Japan nicht erhältlich im Handel. Und ihr seht hier diese Figuren, die auf diesen Bildern sind. Hier haben wir nämlich Warpair, Cosmos, die Omnibots, die drei Insektikans und müsste Dirge sein. Diese Figuren waren nur erhältlich via Bestellung direkt zusammen mit Robopunkte. Und hier kann man dann so sehen, es gab sogar eine VHS, wie ich hier sehe. Ich kann sie nicht ganz identifizieren. Ich vermute mal, dass es eine Videokassette auch ist, die man bestellen konnte. Aber die Figuren, je nachdem, ich weiß nicht, welche ist. Ich glaube, in dem Fall ist Trust, Dirge, die teuerste Figur. Aber die Figuren haben so zwischen, also das sind Yen. Yen kann man sagen, mal 100, das heißt, man kann so ungefähr sagen, 980 Yen wären jetzt 9,80 Mark. Das kommt so hin, irgendwie 10 Mark oder Euro, glaube ich, wären das gewesen. Mark wäre jetzt das Doppelte, also um die 20 Mark pro Box. Richtig cool, gefällt mir richtig gut. Bei uns in Deutschland gab es das nicht, aber das ist mal ein anderes Thema. Ja, also wie gesagt, da war dieser schöne Flyer als erstes dabei. Und noch cooler, das werde ich jetzt nur ganz kurz eingehen, aber auch ein paar Bilder dazu zeigen. Dieses wunderbare japanische Prospekt mit Figuren, die es gab,
Also von den aufgeteilt in Autobots und Decepticons bzw. Destron und Cybertrons. Die Headmaster sind hier zu sehen. Die ich glaube Monsterbots. Na jedenfalls die Trundlebots, die Targetmaster. Da haben wir auch die Autobot Clones, Blasters Kassetten. Hier sehen wir übrigens Twincast, die japanische Version von Blaster zu sehen drauf. Und exklusiv haben wir hier die Züge der Raiden, Fortress Maximus. Ich weiß gar nicht, ob dieses Schwert in der europäischen Fassung dabei war. Ich habe die Figur nie besessen, deswegen bin ich da jetzt ein bisschen überfragt. Aber ich glaube, das Schwert war exklusiv in Japan. Dann haben wir da die Protectobots, die Technobots und die... Ne, sind nur die beiden. Und dann haben wir Ultra Magnus, dann Metroplex und auch ganz unten sehen wir Battle Beasts, denn Battle Beasts gehörten zum Transformers-Universum. Und ihr seht auch, aufgeteilt sind sie in Autobots und Decepticons. Denn auf der Decepticon-Seite werdet ihr auch welche sehen. Wenn ich das richtig sehe, sind das Battle Beasts Serie 1 und 2. Ja, 2 fehlen mir natürlich eine ganze Menge noch. So, schauen wir uns die Decepticon-Seite einfach mal an. Da haben wir einen wunderbaren Sixshot. Hier sieht er ein bisschen mehr türkise aus. Ich glaube, in Amerika hat er so mehr grün. Dann haben wir auch hier die Combiners. Das war ja Scramble City System. Das war auch noch so was Japanisches, eine eigene Aktion. Da haben wir die Terracons und die Combaticons. Und wir sehen dabei Triptychon, die Duocons, auch welche, die ich gerne hätte. Die habe ich noch nicht. Dann die Decepticon Clones, über die es ja gerade geht. Targetmaster, Headmaster, auch richtig coole Figuren. Ja, Mindswipe von den Headmasters, einer wenigen von denen, die ich habe. Aber leider fehlt mir da, wie soll ich sagen, die Waffe. Eigentlich nur die Waffe, sonst habe ich ihn vollständig. Scorponok, auch richtig cool. Dann sehen wir hier noch Predaking, auch richtig coole Figuren. Predacons. Wir sehen, wie ich sagte, die Battle Beasts. Die Decepticon-Seite, auch hier jetzt die erste und zweite Wave. Dann sehen wir eben nicht Soundwaves, sondern das ist Soundblaster. Die japanische Inkarnation, denn es gab einen Kampf in einer japanischen Anime-Folge, wo Soundwave und Blaster sich gegenseitig zerstört haben in einer Folge und dann wurden sie beide wieder aufgebaut und der Soundblaster, also das ehemalige Soundwave, ist dann in schwarz gehalten und hat ein größeres Kassettenfach. Da passen dann 2 Kassetten gleichzeitig rein. Richtig cool, die Tapes natürlich absolut kultig. Ja. Das war der wunderbare Flyer, den ich jetzt wahrscheinlich nicht mal richtig zusammengelegt habe. Oder? Doch. Wunderbar. Gut. Also, dieses hier war im Original Japanischen eigentlich auch, ist in meinem anderen ursprünglich dabei gewesen. Zu meinem Erstaunen aber war ein weiterer Prospekt bei dem neuen Set dabei. Und zwar dieses Reinforcements from Cybertron. Ein US-Prospekt, wo man auch mit Hilfe von RoboPoints gewisse Figuren kaufen konnte, und zwar den Power Dasher, dann die beiden Omnibots oder 3 Omnibots sowie den Time Warrior, diese wunderbare Uhr. Die konnte man dann eben halt bestellen. Ansonsten ist es ein ganz einfaches Prospekt mit einem schönen Artwork. Ja, aber da bin ich auch glücklich, das in meiner Sammlung zu haben, denn ich besaß es noch nicht. Ja. Zweimal dieses wunderbare Set zu haben, wenn ich so direkt vergleiche, sehe ich auch, dass das neuere etwas lilafarbener ist, während das andere etwas blaustichiger ist. Aber das kann auch produktionstechnisch sein. Ja. Das war mal mein kurzer Review, Review kann man nicht sagen, aber mein kurzer Blick auf die Autobot Clones, die ich eben, Autobot Clones, die Decepticon Clones, Wingspan und Pounce, die
ich, ja, jetzt in mehrfacher Form habe. Ich bin richtig glücklich. Die sehen richtig geil aus und ja. Sagt mir, kennt ihr die Decepticon-Clones? Habt ihr sie auch? Ansonsten danke fürs Zuschauen.